Hallo, ihr Lieben. Ich hatte ja versprochen, mich jetzt in der nächsten Zeit häufiger wieder zu melden. Gestern hat es doch nicht geklappt, aber dafür bin ich jetzt da. Und zwar Thema Astrologie. Nochmals und immer wieder der Blick nach oben. Also, wenn ihr den Blick nach oben richtet, dann sehen wir den Himmel. Diesen riesigen Himmel über uns und spüren noch einmal, wie klein wir eigentlich sind. Besonders schön ist der Blick natürlich nachts, wenn wir das Glück haben, in einer Gegend zu wohnen, wo der Himmel noch sauber ist, dann können wir die Sterne funkeln sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr da nicht auch so ein ganz wunderschönes Gefühl bekommt. Ein Gefühl von Geborgenheit, von Eingebundensein in diesem unendlich großen, endlos großen Kosmos ein kleiner Teil zu sein. Nun ist es so, dass der Blick nach oben nicht reicht, denn je öfter wir nach oben blicken, desto wichtiger ist es auch, die Füße am Boden zu spüren. Wenn man sich viel mit dem Thema Esoterik auseinandersetzt oder Spiritualität oder mit den Welten da oben, ne, den oberen Welten, wenn man viel meditiert und sich mit den Göttern beschäftigt, mit anderen Sphären, die weitaus größer sind als das Menschliche, dann besteht die Gefahr, dass wenn wir nicht gut geerdet sind, dass wir abheben und dass wir den Kontakt zum Boden verlieren. Das ist gefährlich. Je mehr ich nach oben gehe, desto wichtiger ist es, nach unten zu kommen. Und ich möchte euch mal heute eine Erdungsübung vorstellen. Wie bekomme ich den Kontakt nach unten? Ihr merkt, das geht heute nicht nur um Astrologie, sondern das ist jetzt auch noch Energetik und Therapie im weitesten Sinne. Das heißt, wie kann ich mich erden? Da gibt es eine wunderschöne Vorstellungsübung. Schließ einmal die Augen und spür in dich hinein. Und wenn du dann die Füße am Boden hast, du kannst jetzt sitzen oder stehen, das ist ganz egal. Wenn du dann deine Füße am Boden hast, ich mache jetzt auch mal die Augen zu, um mitzuspüren, dann kannst du dir vorstellen, dass von deinen Füßen aus tief in den Boden hinein, wie bei einem Baum, Wurzeln gehen nach unten. Und bei jeder Ausatmung gehst du tiefer und die Wurzeln wachsen noch tiefer nach unten. Und du atmest ein, spürst den Kontakt nach oben und atmest aus und spürst den Kontakt nach unten. Du bist der Stamm, du bist der Baum, der nach oben seine Krone öffnet und nach unten seine Wurzeln streckt in die Erde hinein. Und stell dir vor, dass du ganz tief, weit nach unten wächst bis zum Mittelpunkt der Erde. Und dort ganz unten begegnest du anderen Wurzeln von anderen Bäumen. Und wenn du möchtest, kannst du dir vorstellen, dass du mit einem Faden, wenn du möchtest, einem goldenen Faden, deine Wurzel verbindest, deine Wurzeln verbindest mit den Wurzeln anderer Bäume, die auch tief in die Erde hineinwachsen. Genau, und du machst so eine kleine Schlinge drum und verbindest dich da unten in der Tiefe, in der Mitte der Erde mit Mutter Erde. Und mit allen anderen. Und von da aus steigst du wieder langsam empor und kommst wieder hier in die Mitte. Ich jetzt hier auf meinem Stuhl im Raum, ich öffne jetzt die Augen und spüre weiterhin auch den Kontakt nach oben in die oberen Sphären und nach unten. Vielleicht hast du gemerkt, dass diese einfache Übung dir sehr, sehr gut tut. Wenn du möchtest, kannst du sie auch für dich alleine machen. Das war's für heute. Alles Liebe.